Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trüberbruck oder Trüberbrock oder Trüberbrook. Also, wie man das auch ausspricht, ist mir egal. So, in der letzten Folge waren wir ja hier in diesem Sanatorium Paradiso, wo man uns ja für ein Alien hielt. Wir mussten dann irgend so einen komischen Test machen, wo wir Fragen beantwortet haben. Also, ich habe mir da echt viele Gedanken gemacht gehabt bei diesem blöden Test. Ich denke, den hätten wir nur bestehen können. Ich glaube nicht, dass wir dann wieder reingesteckt wurden und dann. Oder? Die hätten es noch nicht wiederholt, oder? Naja, egal. Wir haben es zumindest geschafft. Das ist ja schon mal die Hauptsache. Wir haben diesen blöden Schlüssel und jetzt können wir hier raus und hoffentlich können wir endlich mal zu diesem Ich komischen werfe den Berg. Schlüssel dann in den Briefkasten. Ja, mach. Wie bei einer Autovermietung, ne? Kapitel 3. Das Tannhäuser-Tor. Wo bin ich? Schon wieder in dieser dunklen Leere? Hallo? Jemand da? Hier ist nichts. Oh, Hier lang. links. Was ist das hier für ein Ort? Ich habe eine Art Bergwerk erreicht. Es sieht verlassen aus. Den Spuren nach zu urteilen, habe ich Gretchen fast eingeholt. Okay, wir sind jetzt also an der Endstation der Seilbahn angekommen. Ein rostiges altes Zahnrad. Kann ich mitnehmen? Ja, cool. Es ist das gleiche Gerät wie unten im Tal. Die Kette. Kann ich die mitnehmen? Gib Kette. Gib Kette. Oh. Die hängt jetzt an mir fest. Okay. Verschlossen. War ja klar. Was liegt hier noch rum? Eine Lore? Zahnrad? Irgendetwas fehlt, um das Ding richtig in Schwung zu bringen. Okay, da ist noch was. Hier ist noch ein Zelt. Die Asche der Feuerstelle ist noch warm. Vielleicht hat sich hier jemand ein karges Mittagsmahl gekocht. Oh, was ist das? Ein Gürtel. Ich habe Gretchens Lager gefunden. Wahrscheinlich ist sie schon ohne mich vorgegangen. Keine Chance. Eiche massiv. Das sieht man natürlich auf Anhieb. Wer denn nicht? Halt. Halt. Stopp. Geröll. Geröll. Ständig verliert jemand seinen Helm. Meiner. Kann ich das Ding jetzt anmachen? So könnte ich später wieder runter ins Dorf kommen. Ah, dafür der Kurt. Oh. Cool. Was ist das? C3H8. Propan. Hochentzündlich. Nehmen wir natürlich mit. Und machen wir hier natürlich dran. Können wir es auch anzünden? Los geht's.
ist irgendwie cool gemacht. Sind wir jetzt abgestürzt? Okay, was sehen wir da? Zahnrad, Spitzhacke, Kiste, Rohr, Wasser und da die Schiene, wo wir abgestürzt sind. Glück gehabt, dass du nicht deinen Hals gebrochen hast. Es ist soweit. Ich bin gestrandet. Tief unter der Erde, in irgendeiner gottverlassenen Höhle. Es ist eiskalt. Ich kann kaum etwas sehen. An denjenigen, der diese Aufnahme findet, bitte übergeben Sie die Kassette an Miss Beverly. Auch das noch. Kaputt. Hallo? Hallo. Die Spitzhacke kann ich nehmen. Kiste, Zahnrad. Schade. Meine fast perfekte Konstruktion ist auseinandergefallen. Spitzhacke. Sie ist völlig hinüber. Nicht vergessen, Kinder. Fahrt nie ohne Helm. Jawohl, Sir. Sie ist völlig hinüber. Was war das jetzt? Hier ist noch Ventil, das Rohr. Ist das überhaupt ein Ventil? Das schaffe ich sogar ohne Schraubenschlüssel. Jetzt? Ach, muss ich dann hauen? Wassermarsch. Völlig porös. Es fällt fast aus den Halterungen. Ach, das waren meine Schläge, die das gemacht haben. Okay. Ah, okay. Weg mit dem Ding. Tritt, tritt, tritt. Plups. Okay. Oh. Okay. Hier. Was sagt er dazu? Vielleicht kann ich mich herüberschwingen? Woran denn? An dem Stalagmiten hier oder was? Mein Gott. Ich kann dort Licht sehen. Ach. Interessante Formation. Sieht brüchig aus. Mhm. Wenn du das schaffst, dann bist du echt der King. Heilige Mutter Gottes. Nicht vergessen, Kinder. Nie ohne Helm. Oh. Da ist die Lore. Wenn das aber die Lore ist, was war das dann? Kann er dann da reinsteigen? Hui. Kann ich da... Und jetzt? Greif zu. Greif zu. Greif zu. Oh. Tannhäuser und Gretchen treffen sich endlich wieder. Ach, da bist du ja endlich. Du bist ja ganz schmutzig.
Bist du etwa den ganzen Weg durch die alte Mine gestolpert? Darauf muss ich nicht antworten. Auf jeden Fall würdest du mir nie glauben, was mir alles passiert ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Musst du mir unbedingt bei Gelegenheit mal erzählen. Sie hat wenigstens eine Taschenlampe. Ziemlich große Türen haben sie hier. Da soll wohl jemand auf jeden Fall am Betreten gehindert werden. Achso, ich kann laufen. Ich dachte, weil sie da herumschwingt, kann ich nichts machen. Beverly, für einen Moment dachte ich, die Welt hätte mich verloren. Nun, da ich mich aus meiner misslichen Lage befreien konnte, stehe ich mit Gretchen vor einem gigantischen Stahltor. Ich melde mich später mit Details. Was ist das? Ein Schalter? Geht das Tor dann auf? Und schon wieder. Ein Öffnungsmechanismus. Da, da oben. Was ist das dort? Das sind Runen. Das glaubst du nicht. Das sind germanische Runen, mein Spezialgebiet. Bedeutet so viel wie kehre um, Fremde, erwartet dich jedoch nur der Tod. Das hat irgendwie das Licht am Tor aktiviert. Siehst du, wie sie nachleuchten? Wir müssen die Tür aufbekommen. Was ist das da drüben? Interessant. Denkst du, was ich denke? Ist das ein Graffito? Hier unten? Schwierig zu lesen, jedenfalls. Siehst du auch das Hexagon? Keine Ahnung. Interessant. Die Inschriften scheinen mit dem Öffnungsmechanismus des Tors verbunden zu sein. Wie soll das bitte vielleicht funktionieren? Eine Art Lichtsensorik? Was ist das dort? Nur ein Riss in der Wand. Kannst du... Hier irgendwo noch eins. Hast du schon eine Idee? Da. Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Da ist noch eine Inschrift. Ah, interessant. Sieht aus wie eine lateinische Inschrift. Intentant Omnia Morte. Frei übersetzt: Weg ohne Wiederkehr. Ha! Papalapap, ihr Römer. Hast du bemerkt, dass das kleine Lämpchen angegangen ist? Tentant Omnia Mortem. Was ist das da drüben? Nur ein Fledermausrudel. Oder ist es ein Schwarm? Eine Herde? So. Hier. Leuchte mal bitte auf die Stelle dort. Wow. Das sieht aus wie steinzeitliche Höhlenmalerei. Wer hätte damit gerechnet? Eine Gruppe von Strichmännchen, die um eine Art Hexagon herum eingeschlafen ist. Tenhauser, das ist eine Sensation. Ja. Eingeschlafen, ja. Da, noch ein Licht. Tentant Omnia Mortem. Hier. Oh, da sind noch ein paar. Leuchte mal bitte hier oben hin. Nein, nichts. Warum ich ins Stutzen komme, das steht da nicht, was sie gesagt hat. Eigentlich steht da, glaube ich, alle sind vom Tod bedroht. Oder so ähnlich. Also das wäre eine freie Übersetzung. Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Deswegen hat es mich gerade so ein bisschen stutzig gemacht. Oh, nur ein Schatten. Schade. Hier unten ist noch was. Oder?
Hier war doch eben etwas. Oder? Nicht? Hui. Da war das Graffito. Hier die Keilschriften. Ich weiß nicht mal, ob das echte Keilschriften sind. Ich habe selbst eine Tätowierung mit Keilschriften, aber... Also mit Runen, aber... Ich stehe auf dem Schlauch. Altmodisch. Sesam, öffne dich! Was hältst du davon? Krass. Tenhauser, das sind altägyptische Hieroglyphen. Was machen die denn hier? Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Das eine Zeichen links könnte Tor oder Durchgang bedeuten. Gefolgt von dem Zeichen für Tod. Na, bist du auch langsam neugierig? Jetzt sind es 5 Lichter. Was hat das zu bedeuten? Geht jetzt das Tor auf, deswegen? Vielleicht? Maybe? Und schon wieder. Muss ich die vielleicht in einer bestimmten Reihenfolge? Vielleicht nach dem Alter? Also das Älteste zuerst? Das wäre ja dann das hier. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Das wäre ja dann das Älteste. Danach würde ich sagen ägyptisch. Das war ja das hier. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? So. Und dann entweder Latein oder germanische Runen. Aber ich glaube, das Latein ist älter. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. So, dann die Runen, die ja hier oben waren. Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Und dann das Graffito. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? Macht das Sinn? Oder vielleicht andersrum. Es könnte auch andersrum sein, dass ich zuerst und das... Und wieder. 5 Lichter. Es kann auch sein, dass ich vom Jüngsten zum Ältesten gehen muss. Aber ich bin mir bei Latein und Keilschrift bin ich mir nicht sicher. Das könnte gut werden. Was? Wahrscheinlich haben sich immer mal wieder Entdecker in diese Höhle verirrt. Seltsam, dass jeder von ihnen eine Warnung hinterlassen hat, oder? Und wer auch immer dieses gigantische Stahltor gebaut hat, wollte auf Nummer sicher gehen, dass nur jemand mit dem nötigen Wissen es öffnen kann. Auch lange nach dem Ableben der Erbauer. Ich nehme an, sie haben die verschiedenen Inschriften genutzt und den Code wortwörtlich an der Wand hinterlassen. Für einen Notfall vielleicht? Beeindruckend. Oh, es ist aufgegangen. Na, endlich! Cool. War doch vom Ältesten zum Jüngsten. Tenhauser und Gretchen machen eine Entdeckung. Wow. Das hätte ich nicht gedacht. Oh, okay. So, hier sieht's aus wie ein Sonnensystem. Hier ist etwas. Ich kann nur dahin. Was für eine gigantische Anlage. Da. Oh. Oh. Los, schauen wir uns um. Aufregend. Die Dinger drehen sich aber nicht akkurat. Hast du den riesigen Teilchenbeschleuniger da gesehen? So, den Lichtschalter haben wir schon mal gefunden. Was müssen wir hier machen? Also hier gibt es echt viel anzuklicken. Dieser Todesfalle komme ich lieber nicht zu nahe. Nimm's mal auf. Ich habe ein eindrucksvolles Modell unseres Sonnensystems entdeckt. Es zeigt unsere neuen Planeten außer Balance. Fast so, als gäbe es eine Störung
im interplanetaren Gleichgewicht. Ein Ereignis, das die alten Griechen als Ekpyrose beschreiben. Eine verhängnisvolle Schieflage des Universums. Ob ich daraus ein schlechtes Omen ableiten sollte, oder ob das Gerät einfach nur defekt ist, kann ich nicht sagen. Eigentlich weiß ich nicht, ob es überhaupt irgendeine Bedeutung hat. Was ist das? Ja, mich interessieren irgendwie komische Sachen, ich weiß, aber... Eine Flasche? So eine Medizinflasche vielleicht? Okay. Oh! Kann das damit bewerfen oder so? Ich habe das Universum wieder ins Gleichgewicht gebracht. Dein Ernst? Ist das eine Bierflasche? Und was hat mir das jetzt gebracht, das Universum ins Gleichgewicht zu bringen? Ein RAM-Modul? Ach nee. Oder? Keine Ahnung, wofür die wohl verwendet werden. Hier was? Solche Geräte hatten wir nicht einmal an der Uni. Ja, siehst du mal. War doch nicht die beste Uni. Diese ganze moderne Hardware muss ein Vermögen gekostet haben. Ja, und das in einer Stadt wie Trüberbrook oder Dörfchen. Was für eine gigantische Anlage. So, können wir mit Gretchen noch quatschen? Eine Idee? Wer oder was wohl hinter all dem hier steckt? Ich bin übrigens in die Fänge eines verrückten Wissenschaftlers geraten, unter anderem. Du bist wohl zu hart auf den Kopf gefallen. Nein, nein, wirklich wahr. Weiter unten im Tal ist ein altes Sanatorium. Ich dachte, da wohnt schon lange keiner mehr. Doch, Wissenschaftler. Zumindest einer. Und der hat super verrückte Tests mit mir gemacht. Tests? Genau. Farben angucken. Persönliche Fragen beantworten und solche Sachen. Tannhauser, bist du sicher, dass du nicht einen leichten Hirnschaden davon getragen hast? Eigentlich schon. Ich habe dein Camp draußen gefunden. Ja, ich hatte noch auf dich gewartet. Aber als du dir so lange Zeit gelassen hast, bin ich schon mal vorgegangen. Lauter wunderliche Gerätschaften. So, hier ist noch was. Hier und noch eine rote Tür. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Es scheint ein Defekt. Die Tür ist natürlich. Fehler. Speicherüberlauf. Hallo? Jemand da? Na klar, noch eine verschlossene Tür. Fehler. Speicherüberlauf. Okay. Ein Öffnungsmechanismus. Die Tür ist natürlich blockiert. Fehler. Speicherüberlauf. Es scheint ein Defekt vorzuliegen. Fehler. Speicherüberlauf. Kann ich die hier irgendwo den Speicher reinlegen, den wir eben aufgesammelt haben? Fehler. Speicherüberlauf. Weil wir haben hier jetzt so eine Speicher... Lauter... Arbeitsspeicher oder sowas haben wir ja aufgehoben. Oder Speicher. Fehler. Speicherüberlauf. Kannst du bitte diesen Lärm abstellen? Da vielleicht?
64 Kilobyte Hauptspeicher. Auf isolinearen Chips? Fehler. Mein lieber Scholli. Speicherüberlauf. Gretchen, das ist die Zukunft. Nein. Es ist nicht. Du hast wohl nicht mehr alle Riegel im RAM. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Mein Name ist Tannhauser. Mein Name ist Tannhauser. Hans Tannhauser. Ich kenne Sie nicht, Hans. Spielt es eine Rolle? Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Das ist zwar Blödsinn, aber... Ich bin Hans und habe deinen Arbeitsspeicher defragmentiert. Ich kenne Sie nicht, Hans. Ich darf nur autorisierten Personen Zutritt gewähren. Das führt doch zu nichts, Tannhauser. Wir brauchen Gewalt. Oh, wo ist meine Fernbedienung? Weil der Fernseher schaltet sich gleich ab. Einen Moment bitte. Ich mach kurz eine Pause. Ah, da. So. Jetzt kann es weitergehen. Irgendwie dieser Eco-Modus vom Fernseher ist gerade angegangen. So, das heißt, wir haben den Speicher eingelegt. Der sagt, er kennt uns nicht. Ich rede nochmal mit dem. Eindringlingsalarm. Eindringlingsalarm. Bitte identifizieren Sie sich. Das Letzte. Ich sehe dich gar nicht. Wer spricht denn da? Mein Name ist Barbarossa 2000. Ich überwache diese Station. Kannst du nicht einfach diese Tür für mich öffnen? Nicht möglich. Das führt doch zu nichts, Tannhauser. Wir brauchen Gewalt. Da ist ein Monitor jetzt. Dann kann ich ja mit dem Monitor sprechen. Was ist das hier für eine Station? Diese Station wurde von der Millennium-Kooperative gebaut. Ich darf nur autorisierten Personen darüber Auskunft erteilen. Wer hat dich konstruiert? Dr. von Strick und Dr. Römmler haben mich entwickelt. Ich bin Eigentum der Millennium-Kooperative. Sag das doch noch ein paar Mal. Ich bin es, Dr. von Streck. Nein, darauf fällt er nicht ein. Wie lange bist du schon hier? 16 Jahre, 304 Tage und 9 Stunden. Wie werde ich autorisiert? Nicht möglich. Ich kann sie nicht autorisieren, da ich sie nicht kenne. Kennt mich doch aber. Bist du nicht einsam, so allein hier unten? Geduld liegt in meiner Natur. Meine Erbauer haben mir versichert, dass die Station nur vorübergehend stillgelegt wurde. Du bist ein sehr treuer Computer, Barbarossa. Dr. Römmler hat mir versichert, dass die Arbeit bald fortgesetzt wird. Dr. Römmler ist mein Freund. Warum sollte er mich belügen? Es ist eher die Frage, ob du ihm vertrauen kannst. Ihr Standpunkt ist nicht logisch. Wie könnte ich mich dann auf die Aussage von Menschen verlassen? Das kannst du nie mit Sicherheit wissen. Ich habe einen Hitzestau in Segment B23. Okay. Alles klar.
Es qualmt. Das hat gut getan. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit Barbarossa. Und dann lässt er uns vielleicht irgendwann mal durch diese Tür da durch, die so schön rot leuchtet. Die ist ja so schön ansprechend. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt's. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, das Ding hat 5 Kapitel oder sowas. Würde ich zumindest so spannungsaufbaumäßig mir vorstellen, dass das alte Tragödienmäßig aufgebaut ist. Ja, naja, egal. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Falls es euch gefällt, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen, über Abonnenten noch mehr. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Ja, und dann freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, macht's gut und bis bald. Tschüss!